Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Reaktion. Heute zum großen Finale von Ahsoka. Und da ist es auch schon wieder vorbei. Jetzt haben wir Ahsoka und alle anderen die letzten Wochen auf ihrer Reise begleitet. Und heute wird dieser Weg vorerst erstmal enden. Ich bin sehr gespannt, was Dave Filoni für uns diese Woche bereithält. Und da ich super happy mit der Serie soweit bin, werde ich mich einfach jetzt zurücklehnen, entspannen und genießen. Euch empfehle ich genau das Gleiche zu tun. Holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken. Ich habe Frühstück am Start, Kaffee am Start. Und solltet ihr mein letztes Video verpasst haben, dann schaut euch auf jeden Fall nochmal die letzte Reaktion an. So, genug gequatscht, jetzt geht's hier los. Ah, Leute, ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist, aber bei uns hier in Berlin ist jetzt hier seit heute der Herbst eingekehrt. Es stürmt, es weht. Uff. Deswegen genieße ich das hier, entspannt bei einem warmen Kaffee, schön am frühen Morgen mit euch Ahsoka zu gucken. Ich habe vor 2 Tagen angefangen, mal wieder die Thrawn-Trilogie zu hören. Und es ist sehr, sehr, sehr cool, dass der Thrawn-Synchronsprecher der gleiche ist, wie auch in der Ahsoka-Serie, weil ich dann auch direkt sein Gesicht vor Augen habe, wenn er spricht. Ich finde, sie haben sie bisher in der Serie ein bisschen vernachlässigt, weil ich fand sie in der 2. Staffel Mando, in der einen Folge, wo man sie gesehen hat, unfassbar cool. Und auch sehr erhaben und elegant. Und ich finde, sie wurde hier so ein bisschen aufs Abstellgleis verbannt. Ist das ein neues Schwert? Das Schwert vom Talzin. Was hat sie gesagt? Von Talzin? Von Mutter Talzin? Übrigens, die Inversion von Grievous in der Clone Wars Folge, auch eine richtig, richtig geile Folge. In Clone Wars ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber wer es noch nicht geguckt hat, einfach mal durchziehen. Da sind sehr, sehr viele Goldstücke dabei. Mit der ein oder anderen Jar Jar Folge muss man leben. Ich finde es eigentlich gar nicht verkehrt, dass Ezra kein Schwert benutzen möchte. Aber ich würde schon gern sehen. Ich besaß 2 von dieser Sorte. Kanan nahm das eine und ich verwahrte das andere für den Fall, dass er es je brauchen sollte. Ich halte es für angemessen, dass ihr es bekommt. Danke, Ouyang. Auch eine Sache, die wir in den Filmen nie gesehen haben. Wie jemand sein Lichtschwert zusammensetzt. Ein blaues. Hervorragende Arbeit. Da könnt ihr mir mal runter in die Kommentare schreiben, welche Farbe euer Lichtschwert haben würde. Grün, blau, lila, rot, gelb. Bei mir ist es definitiv blau. Alles andere. Anakin. Er war immer auf meiner Seite. Das stimmt. Außer als er probiert hat, dich zu töten. Ich erwarte übrigens nicht in dieser Folge Luke Skywalker oder so zu sehen. Gab es ja im Netz schon wieder Spekulationen, ob Luke auftaucht oder nicht. Ich bin mir sicher, dass wir Luke, vielleicht auch Leia und Han nochmal wiedersehen werden. Aber nicht in dieser Staffel. Wenn, dann eventuell im großen Dave Filoni-Film am Ende im Finale. Ich sag euch was. Ich bin damit zufrieden, wenn das hier heute ein kleineres Finale wird, wenn wir eine 2. Staffel bekommen. Wenn wir keine 2. Staffel bekommen, muss Dave Filoni in den nächsten 25 Minuten hier alles rausholen, was geht, weil die Serie für mich sehr gut funktioniert. Aber fürs breite Publikum... Möge die Macht mit euch sein. Ja. Und was ist mit Baylan, Leute? Es gehen ja Gerüchte rum, dass Szenen mit ihm rausgeschnitten wurden, damit sie eine 2. Staffel machen können. Da Ray Stevenson ja leider gestorben ist, würde es natürlich Sinn ergeben, dass sie ein paar Szenen von ihm hier rausgeschnitten haben, um es vielleicht später in Staffel 2 nochmal zu verarbeiten.
um mal ein bisschen Kritik zu verteilen, die Kämpfe wirken immer etwas undynamisch in den Serien allgemein. Hier auch. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt, ob es zu langsam geschnitten ist oder ob es daran liegt, dass die Lichtschwerter an sich immer leichter werden. Weil sowohl in der Originaltrilogie als auch in den Prequels hat man gesehen, dass die wirklich noch richtig Schwung holen. Da hatten die Schwerter noch ein bisschen Gewicht. Und im Making-of zu Episode 9 erzählt, glaube ich, Daisy Ridley, dass sie die Schwerter deutlich leichter gemacht haben, damit sie schneller kämpfen können. Aber die Idee ist schon cool. Wir benötigen noch ein wenig mehr Zeit. Ich verstehe. Da muss sie sich wohl opfern. Naja, sie hat ja das Schwert jetzt auch nicht umsonst bekommen. Also wer auf Star Wars Zombie steht, kann gerne mal das Buch Darth Scabris lesen. Da geht es um eine Sith-Akademie, wo sich die Akademie mit einem Virus infiziert und die ganzen Sith-Spieler dann zu Zombies werden. Ist nicht ganz mein Ding, aber wer sich für solche Sachen interessiert, für den wäre das ja vielleicht was. Ja, das ist schon ein geiler Kampf. So weit kann ich nicht springen. Springen und werfen. Ich geb dir einen Schubs und dann holst du mich rüber. Wie mit Kanan früher, Ezra. Zack! Ich schaff das. Ezra! Je länger du wartest, desto schwieriger wird's. Komm schon! Echt mal, Dicker. Komm. Okay. Bereit? Let's go. Okay, warum feuern die jetzt nicht mehr? Und du stirbst hier. Allein. Sabine ist nicht noch da. Allein. Schade. Ich habe gehofft, dass wir noch ein bisschen mehr von ihr sehen. 757 hier. Hab verstanden. Klassische Ezra-Aktion. Ach, Mann. Also, dass sie dann einfach hinterherrennen, während die 6 Meter weiter. Da wird einfach gefeuert, normalerweise. Zu Befehl, Großadmiral. Feuer eröffnet. Lang lebe das Imperium. Der Filoni lässt uns aber auch nicht in Ruhe mit diesem Mortis-Arc, ne? Immer wieder mal was einstreuen. Das ist der Vater. Was ist das Datum hier? Wir nähern uns Datum hier, großer Fall. Na, ich sag's euch. Das ist nur eine Vorbereitung. Quasi war die erste Staffel oder diese Staffel Ahsoka ein Anteasern für das große Ganze, was noch kommt. Das ist natürlich sehr gewagt, das auf eine Karte so zu setzen. Na, Ezra, da mit dem Helm rauszumarschieren, ist jetzt aber auch nicht das Klügste. Chopper. Wie so ein Hund. Ja, ich finde Ezra als perfektes Casting. Also nicht, weil er nur so aussieht, sondern er fühlt sich wirklich an wie Ezra. Hm.
So, das war das Finale von Ahsoka. Ich sag euch, das ist eine schwierige Kiste. Für das Filoni-Verse hat Dave Filoni, glaube ich, alles richtig gemacht, weil er seine Vision immer weiter und immer weiter erzählt. Auch, dass wir Morai gesehen haben und den Vater, zeigt mir, dass Filoni seinen ganz eigenen Fahrplan hat. Für ein Finale war das völlig okay. Für mich persönlich auch super in Ordnung. Ich hoffe nur, dass die breite Masse, die mit den ganzen Sachen noch nicht so vertraut ist und nicht so viel damit anfangen kann, dass die sich auch abgeholt fühlen. Denn für mich fühlt sich dieses Finale jetzt erstmal an wie der Beginn der Reise. Jetzt geht's erst richtig los. Das ist natürlich sehr gewagt heutzutage, wo man immer mit dem großen Spektakel und mit dem großen Cliffhanger oder dem großen Twist oder der großen Auflösung rechnet. Klar, Anakin als Machtgeist am Ende zu sehen, das erwärmt immer mein Herz. Diese ganzen kleinen Anspielungen jetzt auf den Mortis-Arc, finde ich hammermäßig. Die Lichtschwertkämpfe in der Folge fand ich okay. Ezra wieder mit Lichtschwert zu sehen, finde ich allerdings sehr geil. Ich bekomme so ein bisschen Herr der Ringe, die Gefährten-Vibes. Die Reise geht jetzt erst richtig los. Aber was haltet ihr von dem Finale? Schreibt es mir auf jeden Fall runter in die Kommentare. Ich bin super gespannt. Und ich sage euch jetzt schon, es wird mir hier fehlen, jeden Mittwoch diese Reaktion für euch zu machen. Dennoch, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann lasst doch auf jeden Fall ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Der Algorithmus freut sich und wir auch. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch auf ein baldiges Wiedersehen. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal.